Herzlich willkommen zu Szenario 1. In diesem Video möchten wir Ihnen vorstellen, wie Sie Materialien zum Selbstlernen online zur Verfügung stellen können und anschließend durch einen Test überprüfen können. Normalerweise ist es so, dass Sie während einer Präsenzveranstaltung die Inhalte mit Ihren Studierenden teilen können. Nun kann es aber sein, dass eine Präsenzveranstaltung nur schwierig möglich ist, da die Studierenden vielleicht in einem Auslandssemester sind und nicht vor Ort sind oder auch durch andere Gründe eine Präsenzveranstaltung nicht möglich ist. Dann haben Sie die Möglichkeit, einen Online-Kurs zu erstellen, damit die Studierenden im Selbststudium sich Inhalte aneignen können. Doch wie gelingt nun ein erfolgreicher Online-Kurs? Wir möchten Ihnen in diesem Video Tipps geben, wie Sie selbst einen Online-Kurs erstellen können und wie die Materialien am besten aufbereitet werden sollten, damit die Studierenden einen möglichst hohen Lernerfolg erzielen können. Dafür möchten wir auf die Bereiche Konzeption, Umsetzung und Gestaltung und Nutzung und Betreuung näher eingehen. Starten wir mit der Konzeption. Bei der Konzeption ist es wichtig, auf die Aspekte Umfang, Inhalte, Lernphasen und Struktur des Online-Kurses zu achten. Wir schauen uns diese Aspekte nun im Detail genauer an. Stellen Sie sich zunächst die Frage, welchen Umfang der Online-Kurs haben soll. Ist es ein Online-Kurs, der nur eine Woche für Studierende zur Verfügung gestellt wird oder für einen Monat oder für ein ganzes Semester? Vermutlich werden die meisten von Ihnen einen Online-Kurs über ein ganzes Semester hinweg anbieten wollen. Dementsprechend müssen Sie den Umfang des Materials, das Sie in dem Online-Kurs zur Verfügung stellt, anpassen. Das heißt, achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Wissen und Input auf einmal geben, sondern verteilen Sie es entsprechend über den Zeitraum hinweg, in dem Sie den Online-Kurs auch zur Verfügung stellen. Passen Sie dies den Semesterwochenstunden an, für die der Online-Kurs konzipiert wurde. Bei der Konzeption Ihres Online-Kurses müssen Sie auch auf die Inhalte achten. Wählen Sie nur Inhalte aus, die auch wirklich relevant für den Kurs sind. Das heißt, fügen Sie nicht zusätzliche Inhalte ein oder Informationen, die eigentlich in der Prüfung oder für den Kompetenzerwerb nicht von Bedeutung sind. Achten Sie auch dabei, dass ein roter Faden erkennbar ist. Das heißt, dass die Inhalte aufeinander aufbauen und nicht in unsortierter Reihenfolge in den Online-Kurs gestellt werden. Ein sehr wichtiger Aspekt sind unterschiedliche Lernphasen, auch in Online-Kursen. Ähnlich wie bei Präsenzveranstaltungen sollten Sie darauf achten, dass die Studierenden nicht nur durch Input Wissen vermittelt bekommen, sondern eben auch andere Phasen berücksichtigt werden. Das heißt, natürlich sind Input-Phasen wichtig. Die Studierenden können zum Beispiel ein Video ansehen, einen Text lesen oder einen Podcast hören, doch das sollte nicht alles sein. Denn dadurch wissen Sie und die Studierenden nicht, ob Sie das Gelernte auch tatsächlich richtig verstanden haben. Bauen Sie deshalb zusätzliche Lernphasen ein, in denen Studierende sich aktiv mit den Inhalten auseinandersetzen. Dies kann zum Beispiel durch Recherchearbeit geschehen, durch das Bearbeiten von Übungen, durch das Erstellen eigener Dateien oder Dokumente oder durch den Austausch mit Kommilitoninnen und Kommilitonen. Zu den Lernphasen in einem Online-Kurs gehören deshalb neben Input-Phasen auch Übungsphasen, Phasen der Selbsttätigkeit und Austauschphasen mit Ihnen als Dozierende und auch mit den anderen Studierenden. Nur so ist ein Online-Kurs vollständig. Bitte sorgen Sie auch dafür, dass Sie stets erreichbar sind für Studierende, wenn es doch einmal zu Problemen kommt. Der, wenn auch nur virtuelle Kontakt, ist sehr wichtig beim Selbststudium, sodass sich Studierende nicht alleine gelassen fühlen. Kommen wir nun zum abschließenden Punkt der Konzeption der Struktur. Legen Sie vorab eine feste Struktur vor, nach der Ihr Online-Kurs aufgebaut sein soll. Dies kann beispielsweise die Einteilung in wöchentliche Kapitel sein. Am Ende des Kurses können Sie mit einem abschließenden Test überprüfen, ob die Studierenden auch tatsächlich das gelernt haben, was sie lernen sollten. Lassen Sie Ihren Online-Kurs am Ende von den Studierenden evaluieren. Sie können sie auf Fehler, beispielsweise im Material oder bei einzelnen Aktivitäten hinweisen und so können Sie den Kurs für die nächsten Semester optimieren, damit der Lernprozess noch besser gelingen kann. Und bitte vergessen Sie nicht eine Einführung in den Online-Kurs. Auch in Präsenzveranstaltungen wird dem Einstieg oft zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei spielt er eine sehr wichtige Rolle. Geben Sie deshalb einen Überblick in den Online-Kurs, bevor die Studierenden tatsächlich mit der Bearbeitung der unterschiedlichen Themen im Wochenformat beginnen sollen. Für Ihre Online-Kursstruktur, die Inhalte und die Auswahl geeigneter Aufgabenformate orientieren Sie sich gerne am Konzept des Constructive Alignments.
Nachdem wir nun die Aspekte der Konzeption genauer betrachtet haben, wenden wir uns nun der Umsetzung und Gestaltung Ihres Online-Kurses zu. Dabei möchte ich zunächst auf die Gestaltung der Einführung in Ihren Online-Kurs genauer eingehen. Die Einführung kann beispielsweise als Textformat in den Online-Kurs eingepflegt werden oder auch als kurzes Video zur Verfügung gestellt werden. Begrüßen Sie zunächst Ihre Studierenden, stellen Sie sich kurz vor, erklären Sie den Ablauf des Online-Kurses und Ihre Erwartungen. Machen Sie Learning Outcomes transparent. Geben Sie eine Einführung in Ihren Online-Kurs bitte auch mit an, wie die Studierenden Sie während des Online-Kurses erreichen können. Das kann beispielsweise per E-Mail sein oder auch per Chat-Funktion, die Sie in den Online-Kurs einbinden können. Schauen wir uns nun einmal genauer an, wie Sie die wöchentlichen Kapitel genauer gestalten können. Ein Kursinhalt für eine Woche könnte exemplarisch folgende Punkte beinhalten: eine Einführung, eine Inputphase oder auch mehrere, die Verständnisprüfung und weiterführende Aufgaben. In der Einführung teilen Sie Ihren Studierenden bitte mit, was sie durch das Kapitel lernen sollen und welche Kompetenzen sie am Ende erworben haben sollen. Stellen Sie außerdem kurz vor, welche Schritte dafür benötigt werden. Für den Input haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Sie können beispielsweise den Vortrag, den Sie auch in Ihrer Präsenzveranstaltung halten würden, aufnehmen und dies als Video zur Verfügung stellen. Sie könnten einen Text zur Verfügung stellen oder Sie können auch Inhalte beispielsweise als Podcast aufnehmen, mündlich quasi, und zusätzlich Folien visuell zur Verfügung stellen. Anschließend ist es für die Studierenden wichtig zu überprüfen, ob sie denn das, was sie gelernt haben sollten, auch richtig verstanden haben. Erstellen Sie dafür beispielsweise ein Quiz mit Multiple-Choice-Fragen oder Statements, die Studierende auswählen können, um für sich selbst prüfen zu können, ob sie das richtig verstanden haben. Als weiterführende Aufgabe könnten die Studierenden beispielsweise mit Hilfe der erlernten Inhalte selbstständig Materialien oder Dokumente erstellen. Dies kann beispielsweise auch in Zusammenarbeit mit Kommilitoninnen und Kommilitonen erfolgen. Sie können sich hierbei über Videokonferenztools oder Chatfunktionen austauschen oder auch digitale Tools der Zusammenarbeit nutzen. Die selbstständig erarbeiteten Aufgaben können die Studierenden dann digital im Online-Kurs abgeben, sodass sie diese einsehen können und den Studierenden Feedback geben können. Dadurch erfahren zum einen Sie, ob die Studierenden in der Lage waren, das Kapitel vollständig und richtig bearbeiten zu können. Außerdem erhalten die Studierenden Rückmeldung, ob ihre Arbeit entsprechend gelungen ist. An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass Kontaktmöglichkeiten zwischen Ihnen als Dozierende und den Studierenden sehr wichtig ist. Die Studierenden sollten sich, auch wenn ein Online-Kurs zum Selbststudium geeignet ist, nicht alleine gelassen fühlen. Außerdem bietet es sich an, dass die Studierenden miteinander arbeiten können. Geben Sie im Online-Kurs gerne Hinweise darauf, wie Studierende kollaborativ auch digital arbeiten können, und passen Sie Ihre Aufgabenformate entsprechend an. Nach diesem Verfahren können Sie die wöchentlichen Kapitel gestalten. Achten Sie auch darauf, dass das Format nicht immer 1:1 identisch ist, denn sonst kommt schnell Langeweile auf. Sorgen Sie für Abwechslung. Zum Beispiel beim Input, dass es nicht immer nur im Videoformat ist, sondern auch mal als Text oder anderes Format. Bei den Verständnisfragen, dass Sie hier Variationen einbringen. Es gibt in E-Learning viele Möglichkeiten für unterschiedliche Quizformate. Schauen Sie beispielsweise mal in H5P. Hier gibt es wirklich genug Tools, um das Verständnis zu überprüfen. Auch bei den weiterführenden Aufgaben können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Achten Sie nur dabei immer darauf, dass die Studierenden in irgendeiner Form auch Rückmeldung erhalten. Dies muss nicht immer von Ihnen sein, kann zum Beispiel auch durch Kommilitoninnen und Kommilitonen ermöglicht werden. Nachdem die Studierenden nun Woche für Woche Themen erarbeitet haben, kommt irgendwann der abschließende Test. In diesem Test können Sie prüfen, ob die Wissensvermittlung so erfolgt ist, wie Sie es sich auch als Ziel gesetzt haben. Welche Formate für die Lernerfolgskontrolle zulässig sind, entnehmen Sie bitte Ihrer Prüfungsordnung. Als letzten Punkt möchte ich noch kurz auf die Nutzung und Betreuung des Online-Kurses zu sprechen kommen. Sie haben die Möglichkeit, in E-Learning Ihren Kurs in verschiedene Kapitel zu strukturieren. Somit können Sie von Woche zu Woche ein Kapitel ergänzen, sodass die Studierenden nicht von Anfang an alle Kapitel zum Lernen haben, sondern Sie ihnen stets vorgeben, was innerhalb von einer Woche zu erledigen ist. Sorgen Sie bitte dafür, dass vor dem abschließenden Test die Studierenden nochmal die Möglichkeit haben, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Dies könnte beispielsweise durch einen festen
Termin für eine Videokonferenz ermöglicht werden. Für die Nutzung und Betreuung des Online-Kurses ist es wichtig, dass Sie den Lernprozess der Studierenden begleiten. Das bedeutet, nach Erstellung des Online-Kurses sollen Sie sich nicht zurücklehnen und die Studierenden mal arbeiten lassen, sondern sorgen Sie dafür, dass Sie regelmäßig Feedback geben. Dies kann automatisiert geschehen, beispielsweise bei den Verständnisfragen, mit Multiple-Choice-Fragen beispielsweise. Es kann aber auch individualisiertes Feedback sein, wenn es sich um kleine Lerngruppen handelt. Auch bei technischen Problemen sollen sich die Studierenden an Sie wenden können. Denn schließlich möchten Sie ja nicht, dass das Lernen verhindert wird, da es irgendwelche technischen Komplikationen gibt. Und deshalb ist es wichtig, dass die Studierenden stets den Kontakt zu Ihnen haben und Ihnen auch von Problemen auf technischer Seite berichten können und Sie gemeinsam eine Lösung dafür finden können. Seien Sie als Lernbegleiter auch virtuell für die Studierenden da, denn so ist erfolgreiches Online-Lernen möglich.